Hallo und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute sehen wir die Yamato, in dem Fall vom Matze337, gespielt und eingesandt. Vielen lieben Dank dafür. Ja, und jetzt schauen wir doch mal, was er hier damit imstande ist zu reißen. Yamato, eigentlich ein Schiff, was wir ja sehr häufig hier sehen. Aber bei dem Damage, da komme ich nicht drum rum. Und außerdem muss man sagen, ja, so viele Replays werden gar nicht eingesandt. Deswegen bin ich eigentlich froh über jeden, der das tut. Hier die erste Salve auf Friedrich der Große für 18.110. Die war ja schon gar nicht schlecht. Aber da kommt jetzt hoffentlich noch mehr, beziehungsweise definitiv wird der mehr kommen. Denn ich habe euch versprochen, der Schaden, der macht's aus. Und ja, der wird es wirklich ausmachen. Ich zeige euch, wie es ist. Er bleibt hier auf Friedrich der Große drauf. Da jetzt nochmal 17.000 Schaden. Und so machen wir mit zwei Salben einfach mal 35.000 Damage. Kann man mal machen. Der Winkel zwar nicht ganz optimal, aber trotzdem noch 5600 Damage gerissen. Ist immer noch vollkommen okay. Ja, die letzte Salve, die ging dann da ins Wasser, aber wie gesagt, alles auch da jetzt nicht so bestens von der Position. Aber er bleibt natürlich jetzt gerade drauf, weil 18 Kilometer ist definitiv noch machbar. Und die Schiffe selber sind auch da jetzt eigentlich noch gut treffbar. Und man sieht ja, die ist da recht breitseitig, sage ich mal. Und die kommen ganz gut. Ja, auch nochmal 8.300. Also in Summe alles ganz schnicke. Vielleicht kann er den jetzt schon versenken. Er wurde dann noch mal ein bisschen gerade reduziert. Die Heilung ist zwar am Arbeiten, aber ja, da mit der Zitadelle sogar macht er das First Blood und den ersten Kill und hat jetzt hier schon fast 60.000 Damage gemacht. Jetzt fangen hier die Sekundären an zu schießen, denn die Shima, die ist da auch recht nahe und wir sehen schon auch die Torps, aber die hat er so früh zu sehen bekommen, dementsprechend kann er hier Schlimmstes verhindern und kriegt nur noch einen einzigen ab. Hat zwar auch noch 15.000 Damage fast gemacht, aber hey, im Vergleich zu den anderen. Oh, und hier die Neptun, da gleich sofort den Zeter auch gefordert von der praktisch und bekommen. So, jetzt fährt er wieder so, dass er auch mit den hinteren Kanonen draufkommt. Und auch der hat nochmal gesessen. 6.300 und ja, die Iowa hat da alles andere erledigt. Die Montana, die fährt da ein bisschen rückwärts. Das sieht er sofort. Und natürlich so ein rückwärtsfahrendes Schlachtschiff, das beschießt man sehr gern. Oh, das waren knapp 40.000 von 83.000 auf 123.000 mit zwei Zitadellen. Ein sehr schöner Hit auf die Montana. Auch hier jetzt nochmal, da zwei Torps auch nochmal knapp 13.000 Schaden gemacht. Ja, die machen natürlich Aua, aber dafür im Gegenzug denkt er sich, na gut, wenn ich ein Damage bekomme, die Montana muss es ausbüßen und auch damit der Zitadelle sofort wieder geantwortet.
So, und jetzt, oh, die kommt auch nochmal gut. Ja, und da 43.000 Schaden, fast mit drei zieht das. Also, so kommt man natürlich auf Damage. So, jetzt repariert er sich da und vielleicht kommt jetzt auch langsam mal die Heilung, denn der hat noch einiges zum Wiederheilen. Natürlich hat ihn der Dot gerade eben viel HP gekostet. Oh, und da auch nochmal 22.000. Also der kommt hier richtig in Fahrt langsam, der junge Mann. Macht das sehr ordentlich. Ich glaube, da gibt es kein Nebendran sozusagen. Ja, die erste Salve, die mal so gefühlt keinen Schaden gemacht hat, es waren ja nur 4.000. Ja, jetzt wieder für 10.500 Damage zugelangt, also schon 220k. Der ist hier richtig on fire, der Kerli. Und hier jetzt mit der Zita raus damit, sage ich nur. Tschüss, Zau. Die Izumo, die dreht sogar extra noch mal ein bisschen rein. 7.500 und was macht die zweite? Auch noch mal 4.500. Also 12k Damage mit wirklich nicht gut treffenden Granaten gemacht und damit auch schon fast bei 250k. Es läuft einfach für ihn wie geschnitten Brot beim Bäcker, nachdem es frisch gemacht worden ist. Anders kann man es nicht sagen. Oh, die Scharnhorst. Da sehe ich jetzt schon ein bisschen Probleme für die dazu kommen. Ja, 11.000 Schaden. Puh. Was ich das Beeindruckendste an der ganzen Sache finde, 270.000 Schaden und dafür verhältnismäßig nur 3 Kills. Also der geht jetzt hier nicht so für die leichten Schiffe immer so, die mal so eben mal wegschnabuliert mit so einem Schlachtschiff, sondern der nimmt sich auch selber die dicken raus. Ja, und hier, da hat jetzt der Winkel nicht gepasst. Das hat man ganz gut gesehen. Kein Damage dabei eigentlich rumgekommen. Und viele Abpraller gehabt. Unser Sieg ist in. Na, jetzt von hinten so 6.100 war okay. Aber natürlich, man sieht einfach nach wie vor, wie wichtig die Position bei World of Warships ist. Mit dem falschen Winkel hat man es einfach ganz schnell, ganz ordentlich verkackt. Die Sekundären sind zwar hier am Ballern, aber den Brand, den er da jetzt gern mit hätte, den kriegt er leider nicht hin. Da jetzt von hinten, da ist er natürlich dementsprechend das wieder leichter zu durchschlagen als mit einem schräg fahrenden Gegner. Dementsprechend auch wieder knapp 15.000 Schaden gemacht. 294.000. Gleich knackt er die 300k. Das Einzige, was ich vielleicht zu bemängeln gehabt habe oder hätte. Ja, nochmal 10.000. Damit hat er es. Dass er vielleicht bei dem einen Mal hätte er vielleicht HE schießen können, wo der Winkel so ein bisschen sehr semi-optimal war. Aber hey, ansonsten macht er hier ein sensationelles Match. 305.000 Schaden spricht da Bände.
Und wie immer, denkt dran, wenn ihr euer Replay hier auf dem Kanal sehen wollt, dann schickt das an die E-Mail, die ihr unten in der Beschreibung nochmal findet. Bitte denkt dran, das alles so zu machen, dass ihr auch die ganzen Screenshots vom Ende bereitgestellt habt. Das ist essentiell, weil ohne die bringt es mir leider nichts, weil die Spieler ja auch draußen wissen wollen, was hat er denn genau geleistet. Ist ja auch für die anderen sehr interessant. So, wir gehen langsam, aber sicher gehen Ende. Drei Caps gleich erobert mit dem A-Cap. Und nur noch 100 Ticket Rest. Also das Thema ist gleich so gut wie gelutscht. Damit, auch wenn es jetzt schon ein wenig frühzeitig ist, aber ich sag mal, wie immer, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Kommentare, das sei auch mal erwähnt. Und die ganzen positiven Feedbacks, mich freut es immer wieder, das zu lesen. Und auch wenn ich nicht selber zurzeit World of Warships spiele, auch nicht auf Twitch, aber irgendwann werde ich auch wieder zurück sein und den Seebären memen. So lange hoffe ich, dass euch die Replays gut unterhalten. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.